Hey, hier sind die 5 Sterne Deluxe an einer Bar versammelt. Also es kommt nicht darauf an, ob man Kiffer ist oder nicht, sondern es geht einfach darum, die Leute nicht einzuschränken, gegen sich entscheiden lassen können. Dann müssen die Leute natürlich für sich selber entscheiden, ob sie es nehmen, weil sie cool sein wollen, oder ob sie es nehmen, weil es ihnen halt gut tut. So, da sind wir bei der Politik und da haben wir ein Problem. Dass wir jetzt wieder vor einer großen Wahl stehen und sowieso keiner weiß genau, was er wählen soll. Wenn man mal ganz ehrlich ist, weil welche Partei und wie Vorzüge, Nachteile und überhaupt wählen, das überlegt man sich, okay, ich wähle, weil das einfach besser ist. Und dann kommen wir zu der Frage, okay, was ist mit Hanf-Legalisierung? Und genau, und dazu schwer zu sagen, das ist ein Weg, den zu legalisieren, den gibt das nicht. Also so den Weg zu sagen, okay, ihr sollt das jetzt aus diesem und jenem Grund irgendwie legalisieren, ich denke, das ist irgendwie auch nicht der Weg, sondern einfach so weitermachen, wie man jetzt dabei ist. So, dass ihr jetzt sowas macht, wir machen eine Hanfparade, wir reden darüber, sagen das und ich denke, darauf kommt der langsam der Weg dazu, dass man sagt, okay, Hanf, THC ist noch eine andere Droge als manche andere Sache. Wenn man jetzt irgendwelche synthetischen Drogen nimmt, wo man nicht weiß, wer das mischt und wer das tut und wie das macht. So, wo man auch sehen muss, welches Gras man hat, wo das herkommt. Und wenn das alles ein bisschen seine geregelten Wege nimmt, dann ist es auch ein bisschen übersichtbarer. Und also einfach von der Droge her halt nicht mehr so gefährlich, und das zu nehmen und aufklären, was da passiert. Und dann jeder Einzelne irgendwie entscheiden soll, ob er das macht oder nicht. So, aber jetzt einen Weg zu sagen, so, das ist der Weg, um die Politik dahin zu bewegen, das zu legalisieren, den kenne ich leider auch nicht. Nee. Also ich meine, wie ist Alkohol legalisiert worden? Das war früher auch damals irgendwie verboten und sowas. Sie haben es einfach genommen und haben gesagt, okay, wie können wir da irgendwie, wir verdienen da kein Geld dran. Wenn man ganz ehrlich ist, war das so. So, okay, dann legen wir da irgendwie eine Steuer drauf, zack, haben wir das auch. Das ist jetzt ganz, ganz hart und ganz straight gesehen, und das war damals. Aber ich denke mir, ich könnte jetzt keinen Weg nennen, die Politik auseinanderzunehmen und sagen, okay, das ist der Weg und das sind die Argumente, um das zu legalisieren. Es geht nicht um die, also 5-Sterne-Lux geht es nicht um die Legalisierung, sondern um die Normalisierung. Zack. Nee, wir haben gesagt, weil wir mit Drogen nichts zu tun haben wollen, kommen wir doch nicht. Achso, echt jetzt? Ja. Normalisierung, wählt die Normalisierung. Kauft unsere Platten, dann gebt ihr eure Stimme ab für die Normalisierung von Hanf. Ja. Bitte gib uns das Abschluss. Wir sind da auf der Hanfparade. Ja. Weil 5-Sterne-Deluxe stehen auf das, was die Natur uns gibt. Und wir haben da Bock drauf. Also seht uns auf der Hanfparade. Auf jeden Fall. Und wir flashen mit euch. Wuhu.